1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, das ist die Karfreitagsausgabe von Herz, Seele, Ball. Es gibt auch heute Fußball, ein Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Kann man streamen. Niederlande gegen Deutschland. Aber es läuft nicht im richtigen Fernsehen. Und darüber haben sich die Frauen mächtig aufgeregt. Warum läuft das nicht im richtigen Fernsehen? Es ist ein ruhiger Feiertag. Es darf auch nicht getanzt werden. Deswegen gibt es beispielsweise am Karfreitag keine Live-Sendung Let's Dance, sondern die machen irgendwie eine Aufzeichnung, was weiß ich, die schlimmsten Tänze der letzten 25 Jahre. Und da werden sie die Sendung wahrscheinlich zu 90% mit mir bestücken. Sei ihnen gegönnt. 1000 Witze über die Bayern, 1000 Witze über Borussia Dortmund. So schnell geht das und jetzt sind die Borussen dran. Zwei wichtige Spiele, BVB gegen Union und SC Freiburg gegen Bayern. Bleibt die Meisterschaft wirklich spannend? Ich habe bei Brillux Radio in der Extra-Time die These gewagt, dass die Bayern in der Meisterschaft kein Spiel mehr verlieren, es sei denn, sie sind dann doch wieder frühzeitig deutscher Meister. Wer hält dagegen? Nach den Spielen von dieser Woche ist eigentlich alles möglich, dass ich komplett Unrecht habe, dass sie sich jetzt erst recht finden. Die Dortmunder stellen alles auf den Prüfstand und wenn man in die einschlägigen Netzwerke schaut, dann wird geschimpft auf Hummels und auf Reus. Leute, ihr vergesst auch immer dabei, die haben euch auch die eine oder andere schöne Stunde bereitet. Jetzt ist es wahrscheinlich vorbei mit der ganz, ganz großen Karriere. Sie sind über dem Zenit, muss man akzeptieren. Hoffentlich die beiden Spieler auch. Dann gibt es im Münsterland den Bahnhofspokal. Martin, bitte mal einblenden. Das ist dieses hübsche Plakat, das mir der Anton geschickt hat. Ich finde das so schön, dass man dort noch Traditionen wahrt. Und wer gewinnt, dem gehört der Bahnhof oder so ähnlich. Also, das gibt's wahrscheinlich in dieser Form auch nicht so oft. Und ich finde, darauf musste ich einfach hinweisen heute, auf den Bahnhofspokal im Münsterland. Was haben wir noch? Es ist nicht mehr weit bis zum 13.04., 22.15 Uhr, ZDF Neo, Studio Schmidt mit Esther Sedlacek. Und das empfehle ich euch zu schauen, weil der Moderator klasse ist, weil der Gast klasse ist und weil ich da mitspielen durfte. Ja, tatsächlich. Schaut euch das an. 13.04., 22.15 Uhr, ZDF Neo. Dann habe ich nochmal den Martin gebeten, mein Buch groß einzublenden, weil das gibt es jetzt seit ein paar Tagen. Und ich habe gedacht, boah, die Menschen stürmen die Buchgeschäfte. Amazon kennt keine Ruhe mehr. Tausende von Büchern werden bestellt. Nein, nichts ist passiert bisher. Das ist traurig. Tobi hat eins gekauft hier, mein Instagram-Beauftragter und noch ein paar andere Freunde. Aber sonst, naja, wir müssen was dafür tun, sagt der Verleger. Das ist eine Maßnahme. Ich weise euch darauf hin. 15 Euro kann man auch direkt bei mir bestellen. Dann gibt es auch noch eine schöne Widmung dazu. Mein Gott, immer diese Werbung. So, ich bin unterwegs dann auch schon fast wieder. Samstagmorgen früh aufstehen, was ich hasse. Es geht nach Mainz, 3 Stunden Autofahrt. Mainz spielt gegen Werder. Jo, ganz interessant im Mittelfeld der Tabelle. Die Mainzer haben ja so ein bisschen einen Lauf nach dem 3:0 in Leipzig. Bin ich gespannt, ob sie das gegen Werder bestätigen können. Und dann geht's gleich weiter von Mainz nach Bielefeld. Ja, das ist einmal so halb durch die Republik dann. Arminia Bielefeld hat sich ja auch ein bisschen gefangen in der zweiten Liga. Und die spielen gegen Fortuna Düsseldorf, die bis vor kurzem noch davon geträumt haben, vielleicht auf den Relegationsplatz zu kommen. Aber dieser Traum ist ausgeträumt. So, all das und noch viel mehr erwartet euch dann am Wochenende, wie immer, mit weltexklusiven Bildern aus den Stadien in Mainz und Bielefeld. Bin auf Mainz gespannt, weil Tobi hat gesagt, die Auswärtsgäste sind lauter als die Heimgäste. Ich weiß nicht, was Tobi immer gegen die Mainzer hat. Ach ja, ich weiß, er ist Kaiserslautern-Fan. Nicht so ganz objektiv in dieser Angelegenheit. Also Freunde, das war's. Wir hören und sehen uns wieder morgen. Und nicht vergessen, 13.04.
die Tommy Schmidt Show. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.